Meine Freundin hat es auf den Punkt gebracht. Wir wurden behandelt, als wenn wir, hätten wir geschnurrt. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Pizza-Video. Wir suchen die beste Pizza Deutschlands hier in Berlin, direkt um die Ecke der Potsdamer Platz. Heute im Video, glaubt mir, in einer Sache. Gazzo Pizza Berlin. Eure Empfehlung, erstmal blende ich oben ein. Vielleicht auch gleich nochmal ein, zwei Bilder von der Pizza, Sascha. Blendest du sie mir ein? Aber in einer Hinsicht, dieser Laden, glaubt es mir, Katastrophe. In einer Hinsicht. In einer Hinsicht, und ihr werdet es sehen im Video, seid gespannt und wir sehen uns gleich die Pizza an. Und genau, und haut mir natürlich auch Empfehlungen wieder ins Video. Davon lebt dieses System, haut es rein, sonst kann ich bald nirgendwo mehr hinfahren. Und gerne auch ganz Deutschland. Wir wollen die beste Pizza Deutschlands finden, let's go. So, wir sind am Start, Gazzo. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe ein paar Pizzen schon auf der Website mir angeguckt. Die sahen so köstlich aus, sowas von köstlich. Die Gegend hier, so mitten im Wohnviertel, Charisma hat das Ganze. Charakter, wir gucken mal. Ich habe Tee getrunken, eben schwarzen Tee. Ich bin so wie andere auf Koks, also wundert euch nicht, wenn ich noch mehr Scheiße laber als sonst. Oder anders. Scheiße. Bewusstseinsveränderung, wisst ihr? Also jetzt geht's ab. Gazzo, Gazzo. G-A-Z-Z-O. Gefällt mir. Gefällt mir. Optik kann ich euch sagen, die Pizza wird euch zerstören. Enttäuschend, traurig, aber wahr. Aber wir dürfen nicht die Pizza abfilmen, wie sie gemacht wird. Kein Chef da, keiner, der das entscheidet. Da müssen wir uns jetzt mit der Pizza so begnügen. Ich schwör's euch, das tut weh im Herzen. Es tut gerade richtig weh. Ich dachte gerade, nein, ich weiß nicht, was ich dachte. Aber es geht nicht. Von der Optik her, was ich schon gesehen habe. So, wir haben zwei Pizzen zur Auswahl. Einmal die Nummer 9 für mich und die 8 für meine Freundin, werde ich natürlich auch testen direkt. So. Also übersetzt mal bitte einmal, Schatz, was haben wir überhaupt jetzt drauf? Das ist sizilianische Salat mit roten Zwiebeln, Minze, Ricotta, nochmal Zwiebeln und weißen Mozzarella. Also meine sizilianische Salami, rote Zwiebeln, Büffelmozzarella, Minze, nochmal andere Zwiebeln und Nummer 2 ist mit Büffelmozzarella, weiße Salami, Pimientos, frischer Chili, Mozzarella und Tomaten. Büffelmozzarella, spicy Salami, Pimientos, scharfer Chili, habe ich das eben gesagt, und Mozzarella. Ich glaube, ich habe jetzt gerade doppelt gedacht, aber scheißegal. Das sieht gut aus. Erster Eindruck, ich habe gerade schon ein bisschen genascht. Die Minze da drauf habe ich einzeln getestet. Finde ich gewagt, eine Minze auf eine Pizza zu machen. Ob das matcht, ob das gut ist, sage ich euch gleich. Erstaunlich, ich sage euch wirklich erstaunlich, wie gut diese Minze mit der Pizza harmoniert. Ich habe diesen Teig, der sehr fluffig ist, sehr fluffig. Na, also der, ich zeige euch das mal eben, sowieso sehr, sehr kross unten. Das ist ein fluffiger Teig. Ganz, ganz fluffig, knusprig, ihr hört das. Sehr weich in der Konsistenz, aber luftig, als hättet ihr überall kleine Wolken in der Pizza drin. Ich habe ein dezentes, aber zugleich, ich kann es nicht anders beschreiben, dezentes, zugleich würziges Fleisch. Das ist irgendwie erst sehr... sehr geschmeidig im Geschmack, dann kommt diese, eine gewisse Würze durch. Sehr interessant, leichte Süße in der Pizza, die ich nicht erklären kann. Und dann ist so eine Beinote. Eine Beinote, wo ich gerade suchen bin, akribisch, was das für ein Geschmack ist. Das ist das Olivenöl. Das ist das Olivenöl. Sehr froh, ich bin Olivenöl-Experte. Ich habe eine Zeit lang, mich stundenlang, tagelang mit Olivenöl beschäftigt. Wo bin ich eigentlich? Kein Experte. Aber ich bin Olivenöl-Experte. Ich werde jetzt die Nummer 2 direkt einmal testen. Das nennt man mit Liebe. Mal gucken, ob die scharf ist. Ich riskiere jetzt einfach, sonst bin ich am Arsch. Das Pimientos, das ist eine Paprika, das ist nicht scharf genug. Ehrlich? Voll Idiot. Ach so. Wo bin ich eigentlich? Kein Experte. Pimientos, das ist eine Paprika. Trotzdem ist es ein bisschen scharf. Du filmst vorher an mir vorbei. Ich filme nicht an dir vorbei. Doch. Nein. Du musst mich filmen. Ich filme dich. Ja, aber nur halb. Ich bin jetzt im Bild schräg. Nein, du bist genau mittig. Ich filme nicht an dir vorbei. Doch. Nein, du bist genau mittig. Seht doch, wie die Kamera an mir vorbeifällt. Interessant. Zwei ganz verschiedene Pizzen, ganz verschieden. Das ist in der Tat Chili, scharf. Ich sage jetzt euch so, wie es ist. Erstmal, sehr enttäuschend, sehr enttäuschend. 4,5 Stunden gefahren und wir durften nicht drin filmen. Ich habe alles gegeben, gebettelt, gefleht, dass ich kann. Ich konnte nicht. Dafür erwarte ich eine persönliche Entschuldigung von Gazzo. Mit einem Anruf, mit einer Nachricht und Einladung auf zweites Videomaterial. Auch ein bisschen länger noch warten, das haben sie uns da draußen. Aber ich sage euch ehrlich. Das schmeckt mir nicht gut, was da mit mir passiert ist. Da bin ich aber auch ein bisschen eigen. Aber es nützt nichts daran, dass ich fair bewerte. Und
Die Pizzen, verschiedener könnten sie nicht sein. Diese Salami-Pizza mit dieser Tomatensauce, die einfach fruchtig war, die Charakter hatte. Diese Tomatensauce, die hättest du so essen können. Du hättest sie so runterschlingen können. Schärfe durch die Paprika, Schärfe durch die Peperoni, leichte Schärfe auch durch die Paprika, schöne Salami. Sehr gute Salami. Teig ist bei beiden das gleiche, luftig, locker, gerade außen auch. Knusprig, fluffig. Diese Minze, dieses Fleisch, der Ricotta bei Pizza Nummer 2. Ich muss sagen, ich bin vom Hocker gehauen, so vom Hocker gehauen, dass ich meine ganze Punktewertung über den Haufen hauen muss. Und die letzte Pizza bei mir aus Hamburg, der habe ich eine 9,5 gegeben, weil ich komplett davon überzeugt bin. Das bin ich immer noch, aber ich merke, es ist doch mehr Luft nach oben noch, als ich dachte. Deshalb muss ich, damit die weitere Pizza-Mission weiter ausgeweitet werden kann, muss ich von der Bewertung neu loslegen. Ich gebe der alten Pizza aus Hamburg, ordne ich jetzt bei 8,8 ein, damit die Pizzasuche weitergehen kann, sonst macht die Bewertung keinen mehr Sinn. Und das ist für mich eine 9,1. Das ist für mich nochmal ein Schub drauf, diese fruchtige Tomatensauce, dieses Fleisch da drauf, die Minze, das ist einfach nochmal ein ganz kleines besser. Also Hammer Empfehlung von Gazzo. Haut mir eure neuen Empfehlungen gerne rein in die Kommentare. Ich fahre weiter durch ganz Deutschland, schreibt es mir auf, ich bin am Stissel bei euch und bis zum nächsten Mal. Also abschließend zum Video, meine Freundin hat es auf den Punkt gebracht, wir wurden behandelt, als hätten wir geschnurrt. Wir mussten unsere Pizza, weil wir haben halt noch was gegessen, weil wir haben es jetzt nicht aufgegessen, wir mussten sie selber einpacken. Wir sind aus Hamburg gefahren, meine Freundin schwanger im 10. Monat. Ich zeige ihr sie hat auch gesehen, wie viele Klicks meine Videos machen, aber sie wollte nicht, dass gefilmt wird. Ich habe schon gedacht, vielleicht war die Küche nicht ganz aufgeräumt oder so, wisst ihr, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass die Küche dreckig war, sonst hört sie den Laden nicht an, aber wisst ihr, das regt mich einfach ein bisschen auf, das muss ich nochmal sagen. Das regt mich echt ein bisschen auf. Ich hätte euch zu gern gezeigt, wie die aus dem Ofen kommen, drauf, zack, bim, bum. Aber nein, es ist so, wie es ist. Bis zum nächsten Mal.